Erweiterung des Horizonts. Momodi möchte dir jemanden vorstellen. Oh, hallo Mike. Wie ist es dir in letzter Zeit ergangen? Sag nicht, dass du dich gerade langweilst. Dann hätte ich nämlich eventuell etwas für dich, mit dem du dir deine Zeit vertreiben kannst. Dein potenzieller Auftraggeber ist der Juwelier Dardanen, der seine Zelte in der Siedlung Horizont aufgeschlagen hat. Dardanen ist Haus- und Hoflieferant für die Reichen und Adligen in Ulda. Da lassen sich sicherlich ein paar schnelle Geld verdienen. Wenn du Interesse hast, solltest du einfach mal mit ihm reden. Die Siedlung findest du, wenn du Ulda durch das neue Sultanator verlässt und am Skorpiontreff rechts abbiegst. Überquere die Brücke und halte dich in nördliche Richtung. Der Besuch könnte sich auch so lohnen, denn Dardan ist für gewöhnlich recht gut informiert. Vielleicht weiß er ja sogar etwas zum Verbleib des Schatzes der Sul. Ach, aber das tut er jetzt nicht zur Sache. Wenn du über das nötige Kleingeld verfügst, kannst du den Weg bis Horizont auch auf dem Rücken eines Linien-Schokobos zurücklegen. Ein Schokobo-Verleih befindet sich praktischerweise direkt hier vor dem Treibsand. Sprich mit Mimigun, wenn du die Dienste eines der gefiederten Reittiere in Anspruch nehmen möchtest. So oder so, Hals- und Beinbruch, mein Lieber. Ah, du musst Mike sein. Momodi hat mir nur Gutes über dich berichtet. Schön, dass du zu uns gefunden hast. Hier im Horizont ist eine Menge los, wie du siehst. Ständig erreichen uns neue Lieferungen über den Hafen in der Bucht des Armsterns. Viele Händler versuchen hier ihr Glück. Und Beamte aus Ulda fahren nach säumigen Steuerzahlern und Schmugglern. Ein bunter Haufen, so geschäftig und fleißig wie eine ganze Bienenkolonie. Wir ersticken förmlich in Arbeit. Wenn ich könnte, würde ich sogar Schokobus anstellen. Fähige Abenteurer wie du sind uns daher stets willkommen. Wende dich einfach an mich, wenn du dir ein paar G dazu verdienen möchtest. Mike, ich bin ja so dankbar, dich zu sehen. Du bist meine einzige Hoffnung. Sonst hätte ich die gute Momodi sicher nicht bemüht, dich extra zu mir zu schicken. Du musst dich umgehend zur Kupferglockenmine begeben. Ich verdinge mich als Juwelier und bin hergekommen, um Erze aus der Mine zu erwerben. Doch meine Bestellung wird partout nicht abgefertigt. Und von dem Verantwortlichen hat mich nicht eine Nachricht, ob der Verzögerung erreicht. Das sind keine Zustände, das kann ich nicht dulden. Schließlich haben sie ein stolzes Sümmchen als Anzahlung verlangt. Wenn ich meine Ware nicht bald bekomme, bin ich ruiniert. Daher flehe ich dich an, begib dich zur Kupferglockenmine und händige diesen nichtsnutzigen Vorarbeiter, berauschter Hirsch, bitte dieses Mahnschreiben aus. Halte ihn an, mir meine Lieferung umgehend zuzusenden. Meine Güte, berauschter Hirsch. Ich hoffe, der Spruch Nomen est Omen bewahrheitet sich ausnahmsweise mal nicht. Was willst du, berauschter Hirsch? Ja, der will nicht. Siehst du das nicht? Ne, aber mal Spaß beiseite. Was kann ich für dich tun? Eine Mahnung hast du für mich? Ach, von Dadan, was? Jo, der macht sich bestimmt schon Sorgen. Das Problem ist nur, uns haben sie von ganz oben angeordnet, die Arbeiten erstmal ruhen zu lassen, weil die Mine von gefährlichen Monstern überrannt worden ist. Dadan kann also zetern, so viel er will, uns sind die Hände momentan leider gebunden. Die Situation ist für uns ebenso ärgerlich. Schließlich verdienen wir keinen müden Gil, solange die Mine stillsteht. Ah, du bist's wieder. In der Mine hat sich leider nicht viel getan. Ist immer noch hundsgefährlich da drin. Aber ich habe trotzdem eine gute Nachricht für dich. Bei der Bestellung von Dardanen ging es um Ronanascha-Malachite. Und von denen hatten wir kurz vor Schließung der Mine noch einige Fugen rausgekarrt. Leider hat das Zeug einen Haufen Koballos angelockt, die jetzt mit den Steinchen kuscheln. Was meinst du? Willst du die Turteltäubchen nicht trennen? Für uns Minenarbeiter ist das eine Nummer zu gefährlich. Und extra bezahlen würde man uns für den heiklen Job auch nicht. Dann mache ich doch lieber meinen Namen alle Ehre und genehmige mir hier noch einen. Aber für dich würde natürlich eine angemessene Belohnung rausspringen. Junge, ist schon da. Habt ihr alles geholt? Und war es erfolgreich? Jo, das sieht gut aus. Das sind die Brocken. Echt selten das Zeug.
Mit einem von den Steinchen kannst du locker ein paar Monate Urlaub an der Sonnenküste machen. Vollpension, Vollpension inklusive, versteht sich. Benannt sind die übrigens nach unserer früheren Sultana, Nanasha Uenasha, deren Augen angeblich dieselbe Farbe wie die Malachite hatten. Das sollte uns vor Rekres Forderung dieses raffgierigen Dadan bewahren. Aber sag mal, war das wirklich alles, das du finden konntest? Wir hatten weit mehr abgebaut, da bin ich mir sicher. Wahrscheinlich haben sich die Kobalosse ein paar Brocken als Mittagssnack reingepfiffen. Naja, was soll's. Toll. Herr der Fliegenklatsche. Berauschter Hirsch könnte die Hilfe eines beherzten Abenteurers gebrauchen. Also gut, du hast mich von deinem Können überzeugt. Deswegen will ich mal nicht so sein. Und dir exklusiv diesen hochinteressanten Auftrag anbieten. Die Sonnenmückenschwärme entlang der Verbindungsstraße zwischen der Kupferglockmine und Horizont werden in letzter Zeit zusehends zu einer Plage. Wäre klasse, wenn du da mit deiner Fliegenklatsche mal ein bisschen aufräumen könntest. Wenn du Fufulupa von dem Messingling in Horizont nach getaner Arbeit Bericht erstattest, wird er dich garantiert fürstlich entlohnen. Hat eventuell noch weitere Aufträge für dich im Petto. Der Job ist also eine Investition mit besten Zukunftsperspektiven für deine Abenteurerkarriere. Sonnenmücken sind lästige Biester, aber ein hartgesottener Typ wie du wird mit denen sicher spielen fertig. Also dann, ich wünsche eine angenehme Reise. So, nice. Sei gegrüßt, werter Abenteurer. Was sagst du? Du hast die Mückenplage entlang der Verbindungsroute zur Kupferglockenmine eingedämmt? Das ist fantastisch. Vielen Dank. Uns Messingklingen obliegt der Schutz der Bürger. Doch gibt es mehr Gefahren, als unsere kleine Schar Herr werden kann. Wenn du uns auch in Zukunft unterstützen würdest, wären wir dir sehr verbunden. Lass uns gemeinsam streiten und den Frieden im Horizont. Ach, was sage ich? Tanalan, ach was, ganz eher sehr waren. Du hast mich von deiner Zuverlässigkeit überzeugt. Ich möchte dich daher mit einer neuen Aufgabe betrauen. Vor einiger Zeit habe ich einen Brief nach verlorener Hoffnung gesandt, jedoch keine Antwort erhalten. Der Brief war an Kommandant Leofric adressiert, welcher gegenwärtig für den Schutz des Flüchtlingslagers zuständig ist. Er hat sich bei seiner letzten Mission verletzt, wurde daher auf einen ruhigeren Posten versetzt. Leofric ist ein äußerst zuverlässiger Mann, der für gewöhnlich nicht lange mit Antworten auf sich warten lässt. Teilt er sehr für wahrscheinlich, dass ihn die Sendung nie erreicht hat. Die Kurierin Ceceli, der ich den Brief anvertraut habe, wollte über den Kohlenstaubbahnhof nach verlorener Hoffnung reisen. Wenn du dem allergischen Sonnenweg folgst, der sich von Osten nach Westen durch Tanalan zieht, solltest du ihrer Spur folgen können. Vielen Dank für deine Unterstützung. Ein Abenteurer? Was kannst du von mir wollen? Ob ich einen Brief von Fufulupa bei mir trage, fragst du? Ja, der ist hier in meiner Tasche. Ich hätte ihn längst zugestellt, wenn mein Chocobo sich unterwegs nicht einen Fuß verletzt hätte. Nun sind wir dazu verdammt, hier zu rasten, bis die Wunde geheilt ist. Da Fufulupa dich geschickt hat, ist die Sache vermutlich dringend und ich kann mein Chocobo nicht im Stich lassen. Wäre jedoch bereit, den mir anvertrauten Brief ausnahmsweise dir zu beantworten. Er ist an Leofric im Flüchtlingslager Verlorene Hoffnung adressiert. Hier, bitte. Huh? Du bist nicht von hier, oder? Es liegt zu viel Zuversicht in deinem Blick, als dass du zu diesen elenden Haufen von gescheiterten Existenzen gehören könntest. Ein Brief hast du für mich? Von Fufulupa? Lass mal sehen. An Kommandant Leofric? Pah, der Kerl will es einfach nicht wahrhaben, was? Klar, die Messingklingen haben mich tatsächlich beauftragt, dieses Camp hier zu beschützen, aber sieh dich doch mal um. Hier gibt es nichts, was sich zu schützen lohnt. Hierhin werden die geschickt, die vom Leben nichts mehr zu erwarten haben, so wie ich. Der Ort macht seinen Namen alle Ehre, denn hier gibt es wahrlich keine Hoffnung mehr. Deine Mühen will ich dir trotzdem danken. Bitte verzeih mir die Direktheit, mit der ich mein Anliegen an dich richte, aber du musst unverzüglich zu
Quiverons Pfarrhaus in Süden gehen und Baron von Quiveron den Dritten und seine Gefolgschaft besiegen. Er nennt sich Baron, ist aber nicht mehr als ein gemeiner Dieb. Seine Bande hat sich in zweien Zweitwohnsitz, der bei der Katastrophe ums Leben gekommenen Eolande Quiveron, eingenistet, der ein ehemaliges Mitglied des Scorpio-Kreises ist. Jetzt verschanzen sie sich dort. Seit diese Sträuche dort ihren Einfluss geltend machen, macht sich in der Gegend die Gesetzlosigkeit breit. Seit neuestem hört man auch noch von äußerst verdächtigen Handelsaktivitäten. Verdammt, wenn ich nun im Vollbesitz meiner Kräfte wäre, ich würde diesen Pack allein in Chaos machen. Du bist meine einzige Hoffnung, Abenteurer. Was? Du bist zurück? Um ehrlich zu sein, ich dachte, du hättest keine Chance gegen die Räuber. Entschuldige, da habe ich dich wohl falsch eingeschätzt. Naja, Hauptsache, du lebst, oder? Früher war das Pfarrhaus ein Ort der Stille und Besinnung für die Quivirons. Heute nutzen Banditen den Zweitwohnsitz als Versteck und bedienen sich sogar des Namens der Adligen. Tja, die Zeiten ändern sich. Alles ist vergänglich, wie man so schön sagt. Die Situation passt auch hervorragend zu meiner eigenen Lage. Gerade himmelhoch jauchzend und dann am Boden zerstört. Du bist allerdings stärker als erwartet. Wer weiß, vielleicht wird ja mein sehnlichster Wunsch noch einmal von einem Typen wie dir erfüllt. Danke, dass du dich der Belange der Leute hier angenommen hast. Du siehst ja, in welch erbärmlicher Verfassung ich bin. Die meisten Gesuche hätten mich wahrscheinlich maßlos überfordert. Wenn du jetzt noch bereit wärst, einem alten Wrack wie mir einen letzten Wunsch zu erfüllen, werde ich dir im Aureole jenseits eine Liege neben mir reservieren. Direkt an den Badeseen auf Slava. Aber genug der Flachsereien. Siehst du diesen Dolch hier? Ein bisschen alt, ja. Aber macht was her, nicht? Ich wüsste ihn gern in den Händen von Fufulupa im Horizont. Was meinst du? Nee, der Plunder hat keine besondere Bedeutung. Aber in meinen Händen taugt er euch höchstens noch zum Brote schmieren. Da gebe ich ihn lieber jemanden, der ihn vielleicht noch mal im Kampf einsetzen kann, bevor ich ihn Löffel abgebe. Aus dem Grab, das nicht Aufträge nämlich schlecht vergeben. Edler Abenteurer, wie schön, dich wiederzusehen. Danke, dass du das Schreiben für mich überbracht hast. Was sagst du? Du hast auch etwas von Leofric für mich? Aber das ist ja der Zierdolch, den seit alters Jahr stets der Kommandant der Messingklingen getragen hat. Für unsere Männer ist er fast ein Heiligtum. Ich soll den Dolch an mich nehmen? Hat Leofric gesagt. Das kann er doch nicht ernst gemeint haben. Bin des Dolches nicht würdig. Bring ihn zurück. Nein, warte. Bestimmt will Leofric mir mit dieser Geste etwas sagen, dessen Bedeutung ich noch nicht zu begreifen vermag. Ich werde ihn Dolch in Verwahrung nehmen, bis wir wissen, was wir mit ihm tun sollen, und mich bemühen, ihn in der Zwischenzeit keine Schande zu bereiten. Das gelobe ich bei meiner Ehre als Mitglied der Messingklingen.